Ein Gespenst geht um in Europa. Aber nicht nur in Europa, sondern in der gesamten westlichen Welt. Es heißt Wokismus. Und es ist ein Phänomen, ein Gespenst, das gewaltig metastasiert. Unsere tägliche Gehirnwäsche gib uns heute. Das ist ein Ausspruch, den ich getan habe in einer dieser Bild-TV-Sendungen, der dann von der Redaktion 10 Sekunden herausgegriffen wurde, wofür ich 2,8 Millionen Klicks geerntet habe. Dieser neue Wokismus-Totalitarismus ist ein Gesinnungskampf, ein Glaubenskampf. Kein Totalitarismus wie früher der Klassenkampf oder der Rassenkampf. Denn mit diesem Wokismus werden die Kategorien wahr, unwahr, richtig versus falsch ersetzt durch gut, böse. Wenn ein Gerd Habermann demnächst ins Standesamt geht und sagt, ich bin jetzt Gerda, und Sie sprechen ihn auch zukünftig mit Gerd an, dann ist das Deadnaming. Dann verwenden Sie einen toten Namen. Dann kann er Sie verklagen und dann geht es um eine Strafe bis zu 10.000 Euro. Was ist jetzt die richtige Anrede? Freunde und Freundinnen darf man nicht sagen, weil das maskuline Genus alle umschließt. Also sage ich einfach, liebe Heideggerianinnen. Nein. Also ich versuche jetzt gegen das Verdauungswachkoma anzureden. Gut, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich mag es biblisch, 7 Anmerkungen. 7 Anmerkungen. Erste Anmerkung, ein Gespenst geht um in Europa. Aber nicht nur in Europa, sondern in der gesamten westlichen Welt. Es heißt Wokismus. Und es ist ein Phänomen, ein Gespenst, das gewaltig metastasiert. Cancel Culture, Black Lives Matters, Stop White Supremacy, Stop Cultural Appropriation, Stop Toxic Masculinity, Virtus Signaling, Queer, Gender, Critical Whiteness Studies, Critical Race Theory, Postcolonial Studies. Das sind die Metastasen des Wokismus. All diese Dogmen, Gebote, Verbote und sogenannte Wissenschaften kommen aus den USA. Vor allem aus den dortigen sogenannten Elite-Universitäten, sowie aus der New York Times, der Washington Post und so weiter. Und offenbar fällt all dies in Deutschland, trotz des hier salonfähigen Anti-Amerikanismus, auf fruchtbaren Boden. Denn, das wissen wir ja seit rund 200 Jahren, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, deutscher Größenwahn, im Negativen wie im Positiven. Im Negativen, es gibt kein Volk der Welt, das sich so schuldig gemacht hat wie die Deutschen. Aber es gibt auch kein Volk der Welt, das die Welt retten kann, wie die Deutschen zum Beispiel mit ihrer Klimapolitik. Warum Wokismus? Warum all diese Metastasen von Wokismus? Weil es ja angeblich so ungerecht auf der Planetin Erde, Klammer auf, Göring Eckhardt, Klammer zu, Planetin Erde, zugeht. Deshalb sind inflationär immer neue Gerechtigkeiten, Pluralform, angesagt. Bildungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Hayek, das wissen wir alle miteinander, würde sagen, Gerechtigkeit, er meinte soziale Gerechtigkeit, ist aber nur ein Wieselwort.
ihnen holen. Und Gerechtigkeit ist das trojanische Pferd des Totalitarismus. Das ist ja das Thema, das mir Herr Habermann zu meiner eigenen Überraschung gegeben hat. Ich habe mit einem anderen Thema gerechnet. Das Manipulative dabei ist, Gerechtigkeit wird zum Vernebelungssynonym von Gleichheit. Schauen Sie sich mal die Debatten an. Gerechtigkeit wird synonym verwendet, klingt aber natürlich besser als das, was gemeint ist, nämlich Gleichheit und Gleichmacherei. Zweite Anmerkung. All diese Dogmen und Ansätze firmieren, ich habe es gesagt, mittlerweile unter dem Sammelbegriff Wokeness. Woke sein heißt, man ist dauerempört, entsetzt, entrüstet, vorauseilend indigniert. Ich habe schon den Begriff Indignatio praecox gefunden. Weil man überall Ungerechtigkeiten zu wittern glaubt. Deshalb setzt man sich narzisstisch ein geläutertes Selbstbild, verpasst sich ein geläutertes Selbstbild. Ich bin authentisch woke, also bin ich. Aber es ist all dies nichts anderes als autoritärer, bornierter Moralrigorismus unter einer humanitaristischen Tarnkappe. Denn eine Kernprämisse lautet, alle sind irgendwie Opfer. Viktimierung. Total auch Selbstviktimierung. Ausgeschlossen vom Opferstatus allerdings der weiße, europäische, alte, privilegierte, heterosexuelle Mann, gegen den es ja keinen Rassismus gibt. Aber er trägt die weiße Erbsünde in sich. Freud, ich bin irgendwo auch ein Freudianer, als diplomierter Psychologe geprägt, würde sagen, was da geschieht, ist ein massenpsychotisches, eshaftes, irrationales Phänomen. An die Stelle des Ich-Prinzips, des Realitätsprinzips tritt das Es-Prinzip, treten Gesinnungen, Gefühle, die am Ende als Schablonen das Denken und Fühlen beeinflussen und einschränken. Wobei die Reiz- und Reaktionsmechanismen immer niedriger werden, denn es werden immer mehr Sachverhalte und Wörter einbezogen mittels Wording, NLP, neurolinguistische Programmierung und Framing. Sodass das zutrifft, was Ludwig Wittgenstein in einem Aphorismus zum Ausdruck gebracht hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und wenn ich bestimmte Vorgaben habe, beziehungsweise wenn mir bestimmte Wörter eliminiert werden, ist das natürlich auch eine Einschränkung meiner Weltwahrnehmung und meines Reflektierens. Damit aber kann man umso leichter den Nutzer bestimmter Wörter als nicht woke inkriminieren und gegebenenfalls denunzieren. Staatliche und nichtstaatliche Meldestellen blähen sich zu Zensoren zuhauf auf, staatlich auch unterstützt. Antonia Amadeus Stiftung und so weiter mehr. Im Netz werden moralverhetzte Shitstorms inszeniert gegen nicht woke angebliche Heretiker. Dritte Anmerkung, ein wenig Wortgeschichte und Hintergrund. Woke, das wissen Sie, ist ja die erste Vergangenheitsform von to wake, aufwachen. Erstmals in der heutigen Semantik ist es aufgetaucht in den USA in den 1930er Jahren. Als wachsames Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Das hat sich dann fortentwickelt und die eigentliche Urmutter oder Geburtshelferin der Wokeness-Bewegung ist die Bewegung der Political Correctness mit ihren Denk- und Sprachschablonen, hauptsächlich in den 1980er Jahren. Immerhin hat das Wort Woke bereits 2021 im Duden Eingang gefunden,
Dort heißt es wörtlich, woke heißt in hohem Maße politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Nun, eine Rolle spielt im Umfeld auch die sogenannte Identitätspolitik. Deren Ziel ist es ja, Gruppen zu identifizieren, die diskriminiert oder angeblich diskriminiert werden und deren Emanzipation bislang angeblich noch nicht restlos oder gar nicht gelungen ist. Identitätspolitik bedeutet auch Autopoiesis, Selbsterschaffung. Man erschafft und definiert sich, für andere natürlich dann absolut verbindlich, zum Beispiel als queer, divers, POC, People of Color, tolerant, zugleich natürlich repressiv, tolerant gegen Andersdenkende. Die Woken erheben schließlich ihre Stimme in den Medien, auch den sogenannten sozialen, die ich gerne auch als asoziale Medien bezeichne, in Schulen, Unternehmen, Vereinen, Kirchen, im Sport. Siehe die Kniefälle vor Beginn bestimmter Länderspiele oder in Katar letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft die Regenbogenbinde unserer großartigen Bundesinnenministerin. Und das macht ja, ich habe die Bereiche genannt, von Schulen über Kirchen, Sport und Hochschulen, das macht ja dann auch den Totalitarismus aus. Die Gleichschaltung aller Bereiche des Lebens. Eine Gleichschaltung, für die die woke Elite totale Loyalität einfordert. Hochschulen habe ich genannt. Vierte Anmerkung, woke Wissenschaft. Besonders beliebt im akademischen Bereich sind mittlerweile Cancel Culture und Deplatforming. Das bedeutet, missliebige Personen dürfen nicht auftreten. Ziel ist es, deren öffentliche mediale Reichweite, Reputation oder gar Berufsausübung einzuschränken. Denken Sie an Namen wie Bernd Lucke, Jörg Barbarowski, Egon Fleig dieses Jahr in Erlangen, also im Land der Liberalitas Bavariae, oder kürzlich, der Name ist gestern schon mal gefallen, im Zusammenhang mit Inklusion, Bernd Abeck, ein großer Psychologe, Psychotherapeut, der Humboldt-Universität Berlin und Gegner der Radikalinklusion, der in Würzburg, wieder Liberalitas Bavariae, soeben einen Vortrag nicht halten konnte, weil dagegen rebelliert wurde. Und als Gastredner werden verhindert ein Sarrazin, ein Mark Jongen, eine Biologin Marie-Louise Vollbrecht in der Nacht der Wissenschaften der Humboldt-Universität. Sie erinnern sich vielleicht letztes Jahr im Sommer. Da steht uns noch einiges bevor, wenn ich in die USA gucke. Dort gibt es mittlerweile Professuren für Mathematik, deren Trägerinnen die Grundannahme vertreten, Mathematik ist rassistisch, weil sie von alten weißen Griechen stammt, was ja übrigens auch nicht stimmt. Curricula werden gesäubert. Und Lektüre wird mit Triggerwarnungen versehen. Stellenbesetzungen, in Amerika schon längst, auch bei uns, unterliegen dem Affirmation Act, also der positiven Diskriminierung. In Deutschland haben wir mittlerweile mindestens 250 Professuren für Genderforschung, zum Vergleich 9 Professuren für Kernforschung und 190 für Pharmazie. Und immer mehr Studenten, Studierende muss man ja sagen, wenn eine Universitätszeitung nicht gerade titelt, im Hörsaal sitzen viele schlafende Studierende, sodass du also nicht weißt, ja, was tun die jetzt, schlafen oder studieren sie? Ja. Immer mehr Studenten, die dann wie in Amerika rufen, I feel offended, Generation Snowflakes. Geprägt von einer immer größeren Bereitschaft zu stören, so eine jüngste Studie der Universität Konstanz. Beim Thema Migration sind 48% der Studenten bereit, Flyer und Werbung für einen Vortrag zu entfernen, 21% einen Redner niederzuschreien,
Beim Thema Geschlecht sind 42% bereit, Flyer und Werbung für einen Vortrag zu entfernen und 21% einen Redner niederzuschreien und am Reden zu hindern. Jetzt rechne ich diese Prozentzahlen mal auf 3 Millionen Studenten um. Dann würde das, ich setze mal Repräsentativität voraus, dann würde das heißen, dass in Deutschland Hunderttausende von Studenten bereit sind, so etwas zu machen. Und da drängt sich mir die Assoziation auf, Inquisition, Scheiterhaufen, Pranger. Fünfte Anmerkung, Woker-Kapitalismus. Erstmals verwendet wurde dieser Begriff 2018 von einem Redakteur der New York Times. Er meinte damit die Strategie von Konzernen durch Virtue Signaling als woke zu gelten. Und da könnte ich Ihnen jetzt fast ein halbes Buch liefern über Beispiele von Tugendsignalisierung deutscher Firmen. Rewe hisst die Regenbogenfahne nicht nur am Tag des Christopher Street Days, sondern mittlerweile täglich. In immer mehr Prospekten von Konfektions- und Kosmetikherstellern tauchen schwarze Models auf. Ohne POCs, People of Color, scheint es nicht mehr zu gehen. Ein Aldi-Katalog ist mir kürzlich in die Hand gekommen, auf der linken Seite Freizeitkleidung, auf der rechten Seite Arbeitskleidung. Das lasse ich Sie raten, welche Models die Freizeitkleidung trugen und welche die Arbeitskleidung trugen. Mohren, Apotheken und Hotels Drei Mohren ändern ihren Namen. Die Bahn stellt 2021 einen Regenbogen-ICE in Dienst und dichtet: Wir sind Vielfalt, wir leben es bunt. Mit dem Railbow-ICE kann man sofort queer, mit Doppel-E geschrieben, durch ganz Deutschland fahren. Die VW-Tochter Audi spricht ihre Mitarbeiter und Kunden mit Audianerinnen mit Unterstrich an und leistet sich in der Firmenspitze eine Diversitätsmanagerin. In Werbefilmen werden die teuersten Audi-Modelle und Marken, Preislage 120.000 Euro aufwärts, von schwarzen Models gefahren. VW hat im Sommer 2021 in der Werkskantine in Wolfsburg die Currywurst verbieten wollen, eine Zeit lang auch verboten, bis es dann einen Riesenprotest gab. Mercedes will in seinen Kantinen die CO2-Bilanz verbessern, zum Beispiel durch vegane Kost. Konzerne verdonnern Mitarbeitende zu Diversity-Seminaren. Der Mars-Konzern, Lebensmittel-Mars-Konzern, benennt Onkel Bens Reis in Bens Reis um und tilgt das Porträtfoto des afroamerikanischen Onkels. Knorr benennt die Zigeunersoße um, neuer Name Paprikasoße ungarischer Art. Balsen hatte über Jahrzehnte hinweg den Schokoladenkeks Afrika hergestellt. Dann gab es Protest dagegen, das sei ja kulturelle Appropriation. Nun heißt dieser Keks Perpetuum, ein Name, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Perpetuum. Wenn Sie in Berlin ins Springerhaus gehen, da war ich letztes Jahr viermal, bis ich dann nicht mehr eingeladen wurde zu zu Bild TV, haben Sie am Eingangstür gleich ein großes Schild: Safe Spaces for Queers. Und ansonsten, ja, verboten an Fasching, an Karneval die eigenen Kinder in Indianerkleidung zu stecken. Ravensburger hat Winnetou verschwinden lassen. Und bei der Buga in Mannheim konnte eine Rentnerinnenband nicht auftreten, weil sie Sombreros auf hatten. Bloß nicht. Queerwashing, Greenwashing, Pinkwashing, Woke, Anti-Carbon-Washing ist angesagt. Unsere tägliche Gehirnwäsche gib uns heute. Das ist ein Ausspruch, den ich getan habe in einer dieser Bild-TV-Sendungen, der dann von der Redaktion
10 Sekunden herausgegriffen wurde, wofür ich 2,8 Millionen Klicks geerntet habe. Natsch, 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 anstupsen, 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 so diese subliminal, subkutane, suggestive Anstupsmethode. Der Bürger wird entmündigt. Am Ende kauft er zur Gewissensberuhigung ein diverses Image. So wie er sich früher mit einer bestimmten Zigarettenmarke Männlichkeit oder mit einem bestimmten Kosmetikprodukt ein sexy Image einkaufte. Aber dem nicht genug. Hinter all diesen gouvernanten Erziehungsmaßnahmen stehen Netzwerke wie Google, Wikipedia, Facebook, die alle Einträge, die woken Kriterien widersprechen, sperren, löschen oder deren Reichweite einschränken. Und dann haben wir die hochpotenten woken Geldgeber, Investoren, millionenschwere sogenannte Philanthropen wie George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, das Davoser WEF, NGOs, die monetär, personell und politisch miteinander verfilzt sind. Man denkt unwillkürlich an die Hufeisentheorie, Kapitalismus und Sozialismus nähern sich irgendwo dann mal wieder an. Ich habe sie genannt, die gönnerhaften Philanthropen gehören dazu, denn sie bilden seit 2010 mit rund 150 potenten Mitgliedern den Zirkel der Giving Pledge, Pledge, das Versprechen, von Bill Gates und Buffett Warren. Man will das Versprechen einlösen, Gewinne quasi in die Rettung der Welt zu investieren. Und da steckt Geld dahinter. Die Gates-Stiftung verfügt über 70 Milliarden. Davon gingen mittlerweile mindestens 200 Millionen an Medienhäuser wie CNN, NBC, BBC, Guardian, Financial Times. Der Spiegel hat 5,4 Millionen davon abgekriegt. Und ein sogenannter Comedian, Dr. Eckhard von Hirschhausen, bekam aus dieser Stiftung, für seine Stiftung, gesunde Erde, gesunde Menschen, 1,4 Millionen US-Dollar. Dafür, dass er dann bei Wissen vor acht, um 8:10 auftritt, mit einem Stethoskop um den Hals und einen Globus abhorcht. Und dann die großen US-Vermögensverwalter. BlackRock mit rund 9 Billionen Vermögen, das er verwaltet. Vanguard mit etwa 7 Billionen US-Dollar, die man verwaltet. Und die man zu erheblichen Teilen in Klimaplanwirtschaft investiert. Nur in China investiert man in Öl. Die US-Technologiebörse Nasdaq verlangt Diversity-Quoten bei den von ihr gelisteten Unternehmen. Goldman Sachs blockiert Börsengänge, wenn ein Unternehmen nur von weißen Männern geführt wird. Andere Vermögensverwalter wie Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs spenden gerne an linke Lobbyvereine bis hin zu Extinction Rebellion. Naja, man gewinnt den Eindruck, und Sie wissen, worauf ich mit diesem Begriff anspiele, dass Amigo Ökosystem eines fetten Wirtschaftsministers ist Teil dieses Milliardärssozialismus. Übrigens ein Begriff, den ich nicht erfunden habe. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen weiß, wer den Begriff Milliardärssozialismus erfunden hat. Es war Oswald Spengler. Nicht in seiner Schrift Untergang des Abendlandes, sondern in einer seiner 1920 entstandenen politischen Schriften. Wie gesagt, es soll der ideale Kunde geschaffen werden, divers, pink, green, dekarbonisiert, woke, queer. Der Kunde kauft schließlich nicht nur ein bestimmtes Getränk, sondern eine damit verbundene Eigenschaft.
bei Pink, Green, Decarbon, Diversity, Woke, Washing, ja, macht es sich für den Einzelnen gut. Er betreibt auf die Art und Weise eine Art Ablasshandel, weil er ja trotzdem nicht darauf verzichten möchte, mit dem SUV zu fahren, die Kinder in die Schule zu kutschieren und zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Sechste Anmerkung. Und dann haben wir zusätzlich alte und neue linke Autoritarismen, Totalitarismen als Ersatzreligionen. Ersatzreligionen, auch dazu eine kurze Betrachtung. Genderismus und so weiter habe ich alle schon genannt. Es kommen hinzu Antifaschismus, Antirassismus, meine Wortschöpfung Autorassismus, Rassismus gegen sich selbst, Antikolonialismus, Globalismus, Universalismus, Kosmopolitismus und so weiter mehr, Pazifismus, wobei die Basis oder der Basisismus für all das letztendlich ein Egalitarismus ist. Ich habe von Ersatzreligionen gesprochen. Ich will dazu ganz kurz gedanklich etwas verweilen. Diese Ersatzreligionen realisieren alle Zutaten und Strukturmerkmale von Religion. Und eigentlich wusste man das in der deutschen Geistesgeschichte schon lange. Ein Friedrich von Schlegel hat 1828 in seiner Philosophie der Geschichte in 18 Vorlesungen geschrieben, wenn man den Deutschen keine Religion gibt, so machen sie sich eine. Jetzt machen wir uns gleich mehrere. Ähnlich wenige Jahre zuvor Novalis 1799 in seinem Aufsatz Die Christenheit oder Europa mit dem Satz, wo keine Götter sind, walten Gespenster. Und viel, viel später im gleichen Sinne Ernst Jünger in seinen Epigrammen Blätter und Steine, der Satz, die verlassenen Altäre sind von Dämonen bewohnt. Diese drei Sätze von Schlegel, Novalis und Jünger kommen einem in den Sinn, wenn man die gerade schon mal genannten und beschriebenen Ismen betrachtet. Antifaschismus, Antirassismus, Kosmopolitismus, Multikulturalismus, Humanitarismus. All dies ist ein neuheidnischer Religionsersatz, sind Zivilreligionen. Wie alle totalitären Ideologien haben sie ihre Wurzeln in einem politisch-missionarischen Messianismus, also einem weltgeschichtlichen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. In ihnen kommt alles vor, was es auch in den klassischen Religionen gibt. Die Götzen heißen jetzt die Gesellschaft, das Soziale, das Fremde, das Diverse, das Klima. Vor allem auch, und darum ist es erfolgreich, weil der Bedarf an Vergewisserung ungestillt bleibt. Deshalb, ich verwende Begriffe aus dem Bereich Religion, verfasst man immer neue Katechismen, Bibeln, Enzykliken, Dekaloge, Evangelien, Dysangelien, Sammlung von schlechten Botschaften. Man prophezeit Apokalypse, Chiliasmus, Eschatologie und betreibt, habe versucht, den Begriff populär zu machen, Phobokratie, Herrschen mit Angst. Die Grenzen des Wachstums, dieser Titel von 1972, etwa, wenn gleich zigfach widerlegt, gilt nach wie vor als quasi heilige Schrift. Warum? Hier zitiere ich Norbert Bolz, weil jedes Heilsversprechen zugleich Elendspropaganda ist, die es zu überwinden gilt. Man verspricht Paradiese, hat neue Propheten wie Greta, Märtyrer des Klimawandels,
die eine Außenministerin Baerbock dann, wie sie gesagt hat, auch aus 100.000 Kilometern Entfernung nach Deutschland einfliegen will. Aber mit Zahlen hat sie sowieso ihre Probleme, auch in der Geometrie, 360 Grad und so weiter, um die sich Putin drehen muss, damit der Ukraine-Krieg zu Ende ist. Man nimmt Heiligsprechungen vor, wie der Greta, und verspricht Absolution. Aber in den Worten Emil Dürkheims ist all dies Religion ohne Religion. Und Raymond Aron, der Franzose, hat in seinem Hauptwerk mit dem Titel Opium für Intellektuelle deutlich gemacht, am Beispiel Kommunismus, das ist eine säkulare Religion. Übrigens, das können Sie, wahrscheinlich haben Sie das spontan nachvollzogen, sein Buchtitel Opium für Intellektuelle wurde natürlich in Anlehnung an Marx Religion als Opium des Volkes gewählt. Nochmal der Freudianer Krauss, der hier Sigmund Freud assoziiert mit seinem Diktum von Religion als universeller Zwangsneurose. In dem Fall Ersatzreligion als universelle Zwangsneurose. Zum Zwecke der Angstbewältigung durch Rituale, durch Vorschriften, Gebote. Kniefall, Freitagsdemonstrationen. Freud geht in seiner Schrift von 1927 die Zukunft der Illusion noch weiter und sagt, Schuldgefühle sind überhaupt der Nährboden für die Entstehung einer Religion. Hier liegt eine, jetzt wieder weg von Freud, wohl ein Heimweh ins Metaphysische vor und damit eine Abkehr vom Rationalen. Wer nicht mitspielt, gar nur kritische Fragen stellt, wird sofort etikettiert, erlebt den sozialen Tod, wird etikettiert mit homophob, transphob, xenophob, islamophob, afrikophob, negrophob und damit pathologisiert. Die Geschichte der Psychiatrie in totalitären Staaten lässt grüßen. Und mit pathologisch Kranken debattiert man nicht. Man muss sie umerziehen, versuchen sie zu heilen, wenn das nicht gelingt, ausgrenzen und internieren oder gar eliminieren. So entstand und entsteht ein neuer Puritanismus einer selbsternannten, klimabewegten Elite, queerbewegten Elite. Ein Puritanismus, mit dem gute Gesinnung vermarktet wird. Apropos Elite. Auf die unzweifelhafte Anziehungskraft totaler Herrschaft, auf die geistige und künstlerische Elite hatte schon Hannah Arendt in ihrer Schrift hingewiesen, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und Josef Schumpeter sagte es ähnlich, Eigentümlichkeit Intellektueller, die sie von anderen Menschen unterscheidet, ist das Fehlen einer Verantwortung für die Praxis im Leben. Eine siebte Anmerkung, summa summarum sozusagen. Dieser neue Wokismus-Totalitarismus ist ein Gesinnungskampf, ein Glaubenskampf. Kein Totalitarismus wie früher der Klassenkampf oder der Rassenkampf. Denn mit diesem Wokismus werden die Kategorien wahr, unwahr, richtig versus falsch ersetzt durch gut, böse. Das Propagandaziel ist Konformität, Entindividualisierung. Der neue Mensch wird gemacht, Sie wissen, Lenin in Klammern, der neue Mensch wird gemacht, formbar, verbildet, ungebildet, bindungslos, promisk, im besten Fall sequenziell monogam, ewig postpubertär, genderfluid, queer, anti-weiß, bekennend antifaschistisch, antirassistisch, antikolonialistisch, schuldbeladen,
klimaneutral, One World, Regenbogenfarben, fortpflanzungsunwillig und jakobinisch egalisiert, uniform, als Untertan, als Herdenmensch. Alle sollen konform reisen, gleich essen, bargeldlos und digital rekonstruierbar einkaufen, gleich heizen, gleich wohnen, sich Patienten digitalisiert den gleichen Impfungen unterziehen. Und selbst das Private inklusive Sexualität, das Privateste, wird politisch. Wie wir am 70 Seiten umfassenden Entwurf der Ampel zum Selbstbestimmungsgesetz sehen. Und an der Propaganda der Bundeszentrale für politische Bildung, wo 65 sexuelle Identitäten aufgelistet sind. Einem Selbstbestimmungsgesetz, das es Bürgern unter Umständen auch schon 14-Jährigen erlaubt, durch jährlich wechselnden Eintrag im Standesamt das Geschlecht zu wechseln. Und wer diesen Geschlechtswechsel als Familienmitglied, Kollege, Freund, Gegner, was weiß ich, nicht bereit ist zu akzeptieren, der kann mit 10.000 Euro bestraft werden. Also anders ausgedrückt, wenn ein Gerd Habermann demnächst ins Standesamt geht und sagt, ich bin jetzt Gerda, und Sie sprechen ihn auch zukünftig mit Gerd an, dann ist das Deadnaming. Dann verwenden Sie einen toten Namen. Dann kann er Sie verklagen und dann geht es um eine Strafe bis zu 10.000 Euro. Begründet wird diese Verrücktheit, aber das ist viel zu harmlos, es zu etikettieren, begründet wird dieser Totalitarismus mit der angeblich überfälligen Dekonstruktion tradierter Gehäuse und Sinnbezüge, wie etwa der Gehäuse und Sinnbezüge Ehe von Mann, Frau, Familie, Volk. Eine Dekonstruktion, die nichts anderes ist als autoaggressive Destruktion des eigenen. Erinnernd an des Pudels Kern, Sie wissen, dass sich dahinter Mephisto verbirgt, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Was aber setzt sich hier durch? Es setzt sich hier durch Rousseaus Volonté Générale, weshalb renommierte Geister, wie zum Beispiel Hans Mayer, der frühere bayerische Kultusminister, Rousseau für den Urvater des Totalitarismus bezeichnet. Und es setzt sich der Kulturmarxismus eines Antonio Gramsci durch und natürlich der Frankfurter Schule als Angriff auf die Errungenschaften der Aufklärung. Alles soll nach Menschenrechten und Demokratie aussehen. Indes bewahrheitet sich hier wohl Karl Schmidt mit seinem Diktum, wer Menschheit sagt, will betrügen. Oder in einem anderen Gedankengang, George Sorel, der noch weitergeht, für ihn ist das humanitäre Ethos Merkmal von Dekadenz. Ich kann Ihnen als Tröstung ein Buch anbieten, das nun schon gut 50 Jahre auf dem Buckel hat, das uns aber hellsichtig macht für das, was jetzt, 54 Jahre später, passiert. Arnold Gehlen, der Titel Moral und Hypermoral für eine pluralistische Ethik. Gegen eine, so schreibt er, gegen eine Ethik aus einem Guss. Dieses Buch von Gehlen ist eine scharfe Auseinandersetzung mit dem quasi religiösen Humanitarismus. Übrigens, 1969, Gehlen registrierte damals schon eine stets wache Presse- und Rundfunkpolizei, die jede echte Debatte tötet.
Und zudem kritisierte Gehlen Intellektuelle als Träger einer masseneudaimonistischen Gesinnungsmoral und deren Hypertoleranz sogar gegenüber Intoleranz, deren Hypertoleranz als Nihilismus des Geltenlassens von Schlecht in allem. Und er kommt letztendlich zum Ergebnis, es handelt sich hier in der Folge um Entropie, um einen Zustand der größten Unordnung, weil unterm Strich nichts mehr gilt. Wir Hayekianer lassen uns, da bin ich überzeugt, von diesem Wokismus nicht beeindrucken. Aber vielleicht müssen wir noch etwas mehr raus aus den Katakomben. Der Weg zur Knechtschaft darf nicht stattfinden. In diesem Sinne fordere ich uns alle auf, all das moralisierende, woke Wording und Framing zu durchschauen und anzuprangern. Denn dieser Wokismus ist wohl Teil eines Rausches des Westens an Dekadenz. Außerhalb von EU, Europa und Nordamerika interessiert das allerdings niemanden. Darum verliert der Westen nicht nur demografisch, sondern letztendlich auch weltanschaulich. Wir müssen wieder die Fahne der Freiheit hochhalten gegen Gleichheit, indem wir uns an Tocqueville erinnern. Und wir müssen uns an Hayeks Satz aus seiner Schrift Wege zur Knechtschaft erinnern und ihn vergegenwärtigen, das ist mein Abschlusszitat, kann man sich eine größere Tragödie vorstellen als die, dass wir in dem Bestreben, unsere Zukunft nach hohen Idealen zu gestalten, in Wirklichkeit und ahnungslos das genaue Gegenteil erreichen. Zitat Ende. Danke fürs Zuhören. Applaus